Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage kommt von Petra und es geht um Sex. Und bevor wir aber darüber reden, möchte ich dich bitten, einfach mal unseren Kanal, falls nicht schon geschehen, zu abonnieren und zu liken und vielleicht auch einen Kommentar dazu lassen. Da freuen wir uns sehr. Also drück aufs Glöckchen und abonniere unseren Kanal. Vielen herzlichen Dank, dann verpasst du auch nichts mehr. So, und jetzt zu Sex. Petra möchte ganz gerne wissen, Sex und Lust im Alter. Woran liegt es, dass Sexlust abnimmt im Alter? Danke für die Frage, die auch in meiner Praxis hier in Lüneburg immer wieder ein Thema ist und manchmal erstaunlich auch schon in einer Altersklasse, wo man das nicht erwartet. Ja, also wenn da so ein Mit-30er hier sitzt, so richtig, ich sag mal so Businessman, richtig erfolgreich, richtig gut im Job, läuft alles, mega erfolgreich. Und der sagt mir, Herr Winkler, ich habe eine so bildhübsche Frau zu Hause. Aber ich habe keine Lust mehr auf Sex. Das stimmt doch was nicht. Und natürlich nicht, ne? Also das hat Mutter Natur so nicht gewollt. Insofern gehört Sexualität zu einem guten, erfüllten, vitalen Leben natürlich dazu. Und ich glaube, heutzutage ist das ja auch alles kein Tabu mehr. Also ich glaube, vor 30, 40, 50 Jahren war das in der Gesellschaft noch ja. Also da war von Brigitte Sommer, glaube ich, hieß sie, bis hin zu anderen Aufklärern, das war ja noch revolutionär. Ja, heute alles schon verfügbar. Problem ist eben, wie geht man damit um, wenn es Probleme gibt? Ja, guckt man da im Internet jetzt irgendwas oder Pornografie oder so und denkt, das ist dann das Heilmittel? Oder schiebt man es dem Partner in die Schuhe oder? Also bevor man jetzt bei dieser Problematik Sexualität oder Abnahme der Sexualität, Libido, ja, Orgasmusfähigkeit, Erektionsfähigkeit, bevor man jetzt hier das ganz große Psychorad dreht oder den Partner wechselt oder die Partnerin oder, dann bitte erstmal wieder, so wie ich es immer grundsätzlich bei medizinischen Problemen auch mache, was ist denn der Kern biochemisch? Was hat denn Mutter Natur sich überlegt, damit wir Sexualität haben? Und da gibt es Hormone, da gibt es das Kuschelhormon Oxytocin. Ja, ohne dieses Oxytocin ist sozusagen die Fähigkeit zu lieben, zu Nähe zuzulassen, ist einfach nicht gegeben. Und dieses Oxytocin wird eben nicht aus Luft und Liebe gebaut, das wird aus Aminosäuren gebaut. Also man braucht Eiweiß zum Beispiel, um dieses wunderbare Kuschelhormon oder das Bindungshormon, ja, so wird es auch noch genannt, gerade in der Beziehung Mutter und Kind ganz wichtig, durch das Stillen, ja, wird es auch ausgeschüttet. Also dieses Oxytocin ist zum Beispiel so wichtig. Oder bei diesem mit 30er Mann war es einfach Testosteron, was ihm ab dem 30. Lebensjahr langsam abnimmt. Aber wenn man da schon mit wenig ins Rennen geht, sozusagen ins Leben, und dann ist eben bei 30 dann langsam Schluss. Und da kann man ja auch Mutter Natur befragen, wie kann man denn Testosteron ohne Doping erhöhen? Und jeder Biochemiestudent, jeder Medizinstudent, jeder Biologiestudent weiß, Testosteron wird ja auch nicht nur aus Luft und Liebe gebaut. Da brauchen wir zum Beispiel Anteile von Cholesterin. Also Cholesterin ist immer nicht nur schlecht. Und wir brauchen vor allen Dingen Zink und Eiweiß. Und wenn man dann noch, wenn diese Stoffe da sind und man setzt noch den richtigen Stimulus, zum Beispiel durch ein hochintensives Training, also HIT, High Intensity Training zum Beispiel, wenn der Muskel also mal so richtig zum Brennen gebracht wird, das ist ein ganz wunderbarer Stimulus für Männer wie für Frauen, dass ihm die körpereigene Testosteronproduktion angekurbelt wird. Ja, also das wäre ein Grund, dass es einfach hormonell ein Problem gibt, weil Mutter Natur natürlich dann so ab 30 abwärts sozusagen sagt, so die ideale Zeit jetzt für die Vermehrung ist jetzt nicht mehr, jetzt macht das nur noch aus Spaß an der Freude, aber nicht mehr wegen der Funktion. Und deshalb kann es passieren, dass es dann einfach technische Probleme gibt oder was hier auch oft thematisiert wird, dass eben zum Beispiel durch den Progesteronmangel, der bei Frauen dann ab Mitte 40 so ein Thema sein könnte, manchmal eben auch schon eher, dass es dann trockene Schleimhäute gibt. Und das sind eben die Augen, das ist Mund, aber eben auch die Scheide. Und eine trockene Scheide ist für eine erfüllte Sexualität
Ja, da muss man sich behelfen mit Gleitmitteln und was auch immer. Aber das ist eben auch dann geht so ein bisschen Spontanität natürlich verloren, wenn man alles planen muss. Also auch hier könnte man messen, ja, Progesteron messen. Wir machen das grundsätzlich bei Männern wie bei Frauen, wenn wir dort feststellen, dass da ein Progesteronmangel ist, kann man es ja erstmal ohne die große heilige Kuh zu schlachten, nämlich an der Hormonschraube zu drehen, kann man ja erstmal über die Jamswurzel zum Beispiel, über Jamswurzelprodukte, kann man ja schon mal Mutter Natur so ein bisschen unter die Arme greifen und diese Progesteronproduktion ankurbeln. So würde ich das machen. Und zumindest berichten mir die Frauen, dass das dann gut funktioniert. Und wenn nicht, würden wir dann, weil das dann meine Kernkompetenz natürlich verlässt, würden wir dann solche Frauen dann auch zum Endokrinologen oder zum Spezialisten für Hormontherapie schicken. Und da gibt es etliche, ja, auch in Hamburg haben wir jemanden hier, wo ich dann gerne verweise, wenn es dann eben einfach, wo wir einfach noch mehr in die Tiefe gehen müssen oder wo eben auch eine langfristige Betreuung für diese wichtigen Hormone oder naturidentischen Hormonersatztherapien, wo man das auf den Weg bringen muss. Und da gibt es aber Möglichkeiten. Also das würde ich immer als erstes empfehlen. Und natürlich, wenn diese ganzen, ich sage mal jetzt biochemischen, nüchternen Dinge, wenn die alle geklärt sind, dann ist es auch völlig legitim, alles mal auf die Waagschale zu legen. Bin ich da im richtigen Leben? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich mit dem richtigen Menschen zusammen? Schaffe ich überhaupt die Bedingungen, den Rahmen, den Raum für erfüllte Sexualität? Das spielt ja alles eine Rolle. Wenn ich nur gestresst bin, keine Zeit, keine Gelegenheit habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass es damit bergab geht. Und auch hier in der Sexualität kann ich sagen, ähnlich wie beim Sport, bei der Muskulatur, gilt auch der Satz, use it or lose it. Also irgendwie dranbleiben an der Sexualität macht schon Sinn, damit Mutter Natur nicht sagt, ja, du hast jetzt hier 3 Monate nichts mehr genutzt, dann scheint dich das nicht zu interessieren, dann stellen wir mal hier die Produktion ein. Das wäre nicht so schön. Ja. Okay, also ab 30 geht's bergab, habe ich mir jetzt gemerkt. Ja, und deshalb muss man es geschickt gegensteuern. Mhm. Ja. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn man die Sexualität sich anschaut, die man mit 15, 16 oder mit 25 hatte, wenn man da Umfragen Glauben schenken darf, dann wollen ja viele 40-Jährige gar nicht mehr diese Art von Sexualität. Ja, also dass sich Sexualität verändert in ihrer ganzen Art, in ihrer Empfindung, in ihrer Wahrnehmung, das ist ja auch, glaube ich, normal und das ist auch anerkannt und bekannt. Da darf jetzt keiner mehr mit 50 die Maßstäbe anlegen, wie eben, sage ich mal, mit 18, 19. Ja? Und das ist auch gut so. Und insofern ist es mir auch immer ein wichtiges Anliegen, weil es ja auch zur Lebensqualität gehört, dass das auch in unserer Praxis thematisiert wird. Und jetzt mal weg von der molekularen Medizin habe ich eben auch vielen Paaren helfen können durch Narbenentstörungen, zum Beispiel von Kaiserschnittnarben, von Dammschnittnarben oder Dammrissnarben oder anderen gynäkologischen Bauchnarben, die entstanden sind, weil Narben leider in der ganzen vegetativen Steuerung auch was durcheinander bringen können. Und damit kann Sexualität auch unmöglich sein. Das Krasseste, was ich eben erlebt hatte, ist, als ich eine solche Narbe im Bauchnabelbereich untersucht hatte, dass die Frau mir die Hand weggeschlagen hat und gesagt hat, Herr Winkler, da darf nicht mal mein Mann ran. Weil das so empfindlich war, ja, weil das so tabu war, weil das so unangenehm war. Oder eine andere Patientin, die hatte sich die Wäsche, die sie dort trug, eben mit Watte umsteppt, damit sie da um Gottes Willen bloß nichts, sie konnte da nichts ertragen, damit da nichts zu stark drauf drückt, ja. Also eine hochempfindliche Situation und da ist von Sexualität, da denkst du gar nicht dran. Ja, und insofern, das sind natürlich dann wichtige Herausforderungen, auch diesen Menschen zu helfen, indem man diese neurovegetative Fehlsteuerung erkennt und durchbricht, weil da hilft kein Medikament. Da musst du wirklich solche Narben eben entstören. Ja. Oder was auch schon mal wirklich ein sehr, sehr krasses Beispiel war, dass man kennt ja so Herpespusteln, kennt man vielleicht mal so an der Lippe oder man kennt eine Gürtelrose, die dann so im Brustbereich entsteht. Aber es gibt auch Herpes im Bereich der Genitalien. Und wenn die Vulva, also wenn das äußere Genital der Frau, wenn das übersät ist mit solchen Herpespusteln, das, was dann aufgeht, das ist Hölle. Ja, also das ist, da bist du als Schmerztherapeut auch empathisch dabei und weißt, was die Frauen da für Höllenqualen leider erleiden.
und dagegen zu steuern. Das ist also ganz wichtig, dass das nicht passiert. Und da darf eben nicht das als Tabuzone gelten. Also ihr seht, es gibt leider viele Dinge, vor allen Dingen eben auch organischer Art, die eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt mal kurz zu den Männern schauen, da ist natürlich immer das Thema Erektionsfähigkeit, Ejakulationsfähigkeit ein großes Thema. Da würde ich immer zusammenfassend sagen, je artgerechter du auch Ü30 dabei bleibst, also mit Sport, mit Entspannung, ja, mit guter Ernährung, ja, und natürlich regelmäßigem Training, auch dieser Funktion, dann hast du beste Voraussetzungen. Und die stofflichen Voraussetzungen, klar, wo Eiweiß rauskommt, muss auch Eiweiß rein. Also man muss natürlich genug Eiweiß essen und man muss im Idealfall auch mal gucken, ob eine wichtige Aminosäure vor Ort ist, nämlich Arginin. L-Arginin, das ist eine seit 1998 wissen wir in der Medizin, dass das der entscheidende Faktor ist, ob Gefäße aufgehen oder eng werden. Und bei der Erektionsfähigkeit ist das natürlich ein großes Thema, ob da eben Blutfluss reingeht oder eben nicht und ob der gestaut werden kann oder nicht. Das ist also eine Gefäßfunktion. Erektion ist eine Gefäßfunktion. Deshalb gucken wir auch sehr genau bei all unseren Männern eben auf diese ganzen Gefäßparameter, die wir untersuchen. Und natürlich schauen wir genau auf das Arginin, gerade wenn einer schon artikuliert mit der Sexualität, ist gerade irgendwie ein bisschen schlecht. Und das Arginin bestimmt eben auch die Erektionsfähigkeit, deshalb wird es ja liebevoll in der Szene auch das Ganzkörper Viagra genannt. Ja, also klar, es gibt Viagra und wie sie alle anderen heißen, Cialis etc., die machen es eben richtig chemisch mit Rezeptor und Bindung. Aber wer sagt, Mensch, mit den chemischen Sachen bin ich erstmal so ein bisschen zurückhaltend, der kann es ja erstmal so versuchen, also so artgerecht wie möglich leben, hatte ich aufgezählt, plus ordentliches Arginin, plus ordentliches Eiweiß, plus ordentliches Zink, ja, dann ist das schon ganz gut, denke ich, dabei. Und dann kann man da auch zumindest erstmal die technischen Voraussetzungen liefern für eine erfüllte Sexualität. Und das wünsche ich wirklich jedem von uns, weil es gehört zu uns Menschen dazu. Es ist die natürlichste Sache der Welt. Keiner von uns wäre auf diesem Planeten, wenn nicht unsere Eltern das irgendwie miteinander gemacht hätten, ne? Also von den paar Klons unter uns mal abgesehen. Also nicht Clowns, sondern Klon von geklont. Ja, George Clooney, genau. George Clooney, also. Dann haben wir wieder das Sex-Symbol der Frauen. Weiß ich nicht, sagt man so. Ja. Prima, vielen herzlichen Dank. Ja. Sehr schön. Auch diese Themen, ne? Muss alles mit ran. Finde ich gut. Gehört dazu. Super. Dafür sind wir Ärzte und dafür helfen wir auch gerne. Und es, da freue ich mich dann immer, wenn es dann auch mal den einen oder anderen Dankesbrief gibt von der Ehefrau oder vom Ehemann. Das ist dann schon ganz nett. Also in dem Sinne, bleibt gesund, macht was dafür, aber bitte auf wissenschaftlicher Grundlage. Alles Gute und tschüss. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.